Azadi, genau, Azadi Tower. So. Ich habe das jetzt nur eine Seite nach vorne gebaut, weil den Rest muss ich selber machen, aber ich will das ja, dass wir schnell bauen. Ich habe nochmal 10 Steine nach oben genommen, getan. Das heißt, wir haben 79 jetzt. Ich habe hier nochmal, wenn ihr das gebaut habt, nochmal 10 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also 10 Steine nochmal nach oben. Wenn ihr hier unten angekommen seid, nochmal 10 Steine, dann sind wir insgesamt auf 79 Steine. Habe ich mir gerade angeguckt, das sieht noch ein bisschen zu flach aus, das ist so ein bisschen zu erdrückend, das muss ein bisschen in die Länge gezogen werden. Da kommt ja vorne hier noch so ein Tor hin, dann sieht das noch ein bisschen schickimicki aus. Also 10 Steine nochmal nach oben, ne? Das habt ihr verstanden, nochmal 10 Steine nach oben, nach oben. So, dann sind wir, sieht das dann so aus, jetzt erstmal. So, die Fenster, die ich jetzt reinmache, die machen wir jetzt erstmal hier auf der Seite und hinten auf der Seite. Die beiden anderen Seiten, wo die Wände gerade sind, die lässt ihr erstmal gerade. Da machen wir noch gar nichts. So, dann nehmen wir jetzt erstmal, gehen wir jetzt hier in die Mitte, da wo der Fünfer ist. Hier ist der Fünfer. Dann gucken wir eins. Wir gehen hier in der Ecke. Eins, zwei. Und dann kommt einer rein, noch einer rein. Ja, mit Effekte, ne? Und dann nochmal zwei Stück. So, das ist das Fenster. So, wenn wir das gemacht haben, dann lassen wir einen frei. Wieder zwei Stück, ein frei, wieder zwei Stück, ein frei, wieder zwei Stück, ein frei, wieder zwei Stück. Zack, so sieht das also aus. So sieht das jetzt aus. So, da muss er mal gucken. Ja, okay. Und dann wieder. Ein frei lassen, Zweier, einer, Zweier, einer, Zweier, eine und Zweier. So, das sieht ein bisschen angefressen aus. Also, dann können wir hier gleich nach oben ziehen, aber das machen wir gleich. So, dann haben wir hier erstmal die Fenster. Und die machen wir jetzt. Wie tief gehen wir jetzt mit den Fenstern? 1, 2, 3. Das heißt insgesamt 1, 2, 3, 4. 4 Stück. Einmal nach unten. So. So. Und hier. Und dort. Okay. Auf der anderen Seite das Gleiche. 1, 2, 3, 4. Rausschlagen. Zack. So, dann haben wir jetzt erstmal hier die Öffnung für das Fenster. Für die Fensterchen. So, jetzt gehen wir nach unten hin. Da seht ihr ja hier die Ecke. Und jetzt gehen wir jetzt hier, passt auf, hier sind die 1, 2, 3, die Vierer und jetzt gehen wir zu den Zweier und da machen wir jetzt hier einen Zweier hin. So. Und davon machen wir jetzt 14 Stück. Das ist der erste. 2, 3, 13, 14. So. Und dann gehen wir von da aus. Seht ihr ja, das ist ja eigentlich das L gewesen, aber das sieht das jetzt so aus und dann sind das ja hier auch 14. Von der Ecke aus. 14, beziehungsweise nicht 14, bis hier unten ankommt. Ich weiß nicht, wie viele das sind. 1, 2, 3, 10, 11, 12. Ja, 13. Dann sind wir hier so angekommen. Aber wichtig ist, 14 machen wir von da aus, von den Einern aus. Das heißt jetzt immer, da sind die Einer. Und dann geht er die Einer entlang. Und dann seht ihr den ersten Zweier. Und dann machen wir von da aus immer 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So, dann mache ich das hier auch, damit ihr das so versteht. Wieder hier sind die Einer, da ist der Zweier und dann wieder hier 14 Stück. Zack, 2, 3, 4, 13, 14. Und dann macht er von der Ecke aus hier 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So, dann sieht das so aus. Ich glaube, den machen wir auch noch weg gleich. 13, das ist das 12, dass er so ein bisschen gerade ist. Mal gucken. Ja, okay. Dann seht ihr ja, so sieht das alles aus. So, dann gehe ich einmal hier lang, mache das auch eben fertig.
wir lassen das so, so sieht das erstmal alles aus. Und ich mache das in der nächsten Folge, wie sich das verbindet. Wichtig ist, dass das jetzt so aussieht. So, jetzt haben wir das oben gebaut. Diese Zweier. Die Zweierfenster immer. Hier Zweier, dann einer. So, haben wir gemacht. So, dann haben wir diese Dings gemacht. Diese Flügelchen oder wie soll ich das nennen? Ich weiß es nicht. Überall, gleiche Maß. Ne? 13, 14. So, dann machen wir jetzt hier in die Ecke. Seht ihr ja. Da ist ja der Dreier, Zweier, Zweier und dann war das hier das L. Und den ziehen wir nach oben noch mit. Die Ecke. Komplett nach oben, damit das Fenster auch ein bisschen zu ist. Ist aber lange. So, das Fenster ist zu. Auf der anderen Seite das gleiche. Zack. Von da aus nach oben. So, fertig. So, so sieht das jetzt aus. Komplett zu. Dann nehmen wir jetzt einmal hier Quarzstufe. Und dann werden die Fenster so reingemacht. Da ein hin und dort ein... Ne, so rum. Immer dort ein hin. Auf die Seite eine Stufe. Und wieder hin und her. So. So. Und so. Ich mache einmal nur die Hälfte davon. Und den Rest müsst ihr dann selber basteln. Dann hier das gleiche auch. Warte mal, der kommt dann dahin und der kommt so rum. So, dass man von da aus gucken kann und dann sieht das so aus. Schön, ne? So, wenn wir das gemacht haben, dann machen wir jetzt hier ein bisschen Glas rein. Ich nehme das türkisfarbene Glas und dann wird das einfach nach hinten reingeballert. Das heißt jetzt hier, hinten wird das reingemacht. Ich mache das jetzt komplett einmal so erstmal vorne. Dann ist das zu und dann seht ihr, hier ist eine Lücke jetzt und da machen wir gleichzeitig hier wieder zu, weil innen drin ist egal, wie es aussieht, da kann das echt kacke aussehen, ist egal. So, zu, dann haben wir das erste Fenster. So, dann machen wir jetzt das gleiche, hier komplett einmal zu bis oben hin. Was habe ich denn das da jetzt da reingemacht? So, muss da von innen muss das hochgezogen werden. So, das ist okay und dann ziehen wir das hoch. Das ziehen wir hoch. Ist auch zu komplett. Das war jetzt, glaube ich, nur von vorne, dass wir da noch einen Stein reinmachen mussten. Oder wir müssen mal gucken, wie das hier aussieht. Ach, komm weg. So. Und so. Okay. Also war das nur vorne, dass wir jetzt hier noch einen reingenudelt haben. So sieht das jetzt aus. Die Fenster. Und jetzt müssen wir einmal Quarzstufe nehmen. Und dann wird die hier, warte mal, welches Maß haben die denn? Warte mal, ich muss ja immer gucken auf dem Foto. Ich glaube, es ist ganz, nur ganz klein, dass das jetzt auf dem Foto, wo ist Foto, 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 Foto. Da ist Foto. Okay, ganz simpel. Hier einen ganzen lassen wir, oh, warte mal, den muss ich mir zumachen. Einen ganzen lassen wir hier unten und machen da eine Stufe hin, dass das so aussieht. Zack, so sieht das aus. Man könnte eigentlich noch hier... Das ist... Wenn ich da jetzt noch einen hochziehe... Nee, lass mal so. Das ist so okay. Man guckt ja nur von da aus und dann, ne? So, jetzt haben wir die Fenster da erstmal drin. So sieht das aus. Jetzt haben wir das gebaut. Diese... Wie soll ich das nennen? Wie eine Windmühle, weiß ich was, Flügelchen haben wir gebaut und die Fenster hier. Auf der Seite, auf der anderen Seite macht ihr das gleiche auch. Hier machen wir erstmal noch gar nichts. Da müssen wir erstmal zu basteln. Aber was ihr machen könntet, nee, gar nichts erstmal. Weil sonst komme ich hier, wenn ich euch jetzt irgendwelche Aufgaben mache, das ist zu durcheinander. Also das ist jetzt das Einzige. Ihr baut die Dinger jetzt erstmal und die Dinger. In der nächsten Folge werde ich erstmal sehen, wie das am besten aussieht, wie wir das hier jetzt zumachen. Das war jetzt ein bisschen crazy, aber ihr wisst ja, ne, wie das geht. Also wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder bei PlaySample und dann geht es weiter mit unserem Azadi Tower. Yeah!